Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade. Wir haben den nächsten Helden in der Gruppe, den guten alten Valdi. Den haben wir gerade erstmal zusammengeschlagen, seine ganzen Karren kaputt gemacht und jetzt helfen wir ihm, die Karren wieder zusammenzubauen, indem wir irgendwelches Zeug suchen. Ich verstehe nicht, wieso wir das machen, aber ich konnte es mir auch nicht aussuchen. Lotzke, vielen Dank für die 2 Gifted Subs an XMaumo93 und Tinkerbell. Das ist ja witzig. Hast du das ausgesucht oder ist das Zufall? Vielen Dank für die Subs, mein Jutzer. Und da fällt mir ein, ich habe immer noch nicht den richtigen Sub-Alert. Ich krieg das irgendwie nicht gebacken, da den richtigen Sub. Oh, da ist ein Ausrufezeichen. Wer es noch immer noch nicht weiß, Ausrufezeichen gleich sehr seltene Items oder sehr hohe Chance auf seltene Items. Das heißt, wir müssen hier direkt drauf gehen. Nein, nicht auf den! Auf den! Den hier! Alter, wir kämpfen gegen 5 Gegner. Hauptsache, wir killen erstmal den hier. Als ob der geheilt wurde, lol. So, der ist jetzt erstmal weg. Ich hoffe, der hat auch was Seltenes fallen gelassen, dass sich das lohnt hier. Die gute alte Giraffe. Eine Fünfergruppe besiegt, echt gut. Easy. Ich hoffe, das gab auch was Geiles. Da ist noch ein Item. Boomjänge! Da ist er doch. War kompletter Zufall. Witzig. Wer es nicht weiß, Tinkerbell ist seine Frau. Deswegen witzig, dass die einen Sub geschenkt bekommen hat. Wie viele Subs noch bis nächster Emo-Platz? Ich gucke. Kannst du das nicht sehen in der Mod-Ansicht? Zwei Stück noch. I wonder which big guy. The Kavesi. The damage to the leg here. Was war das denn für ein Angriff, Alter? Ist das jetzt unser Gegner hier? Ich verstehe es. So ist es, wie mein Levness ist. Sorry to rush you, mate, but we don't. Huh? What's happening? Well, we are outlaws. They've marked us all as a target. What? Gotta do what you gotta do. Ah, der hat so eine Kanone. Ich glaube, den Helden, also die Klasse, die er hat, will ich haben. Ich glaube, die Klasse will ich haben. Einfach verfehlt, perfekt. Aber gestern auch schon. Easy. Ey, wo war jetzt die Box? Hier war doch immer eine Box. Da. Will zur Box. Zur Box wollen wir.
wonder what's inside. Noppon und Silbermünzen, die sind sehr wichtig. Damit kann ich nämlich Level überspringen. Sehr gut. No. Oh, das Rot. Ganz oft sind diese roten Dinger hinter einem Stein versteckt. Da muss man echt aufpassen. Wir haben auch irgendeine Dingsbums-Karte fertig. Will ich auch mal gucken. So eine Karte haben wir hier fertig. Missionen. Olechandra. 75 Harmonie. Das ist gut. Das lohnt sich. Und zwei Edelsteine. Sehr gut. 17 goldene, 48 silberne. Da oben sieht man es. Man kann höchstens 99 Ether haben. 21.000 Gold. Und die Manalas Kampf, Sausuppe hält noch 2,38. 2 irgendwas, 38 irgendwas. Ich hoffe, ich humste überhaupt hier lang. Man kann leider nichts sehen, wenn man im Gegnermodus ist. Da hinten ist auf jeden Fall rot. Da muss ich hin. So, wer ist. Da komm, ich gehe erst dahin, dann gehe ich rot. Tür muss ich gegen den blauen Gegner kämpfen. Oder auch nicht. It's just where I stored some of the junk I've picked. Can't keep it all at the current. I see. Yeah. We have a lot of very particular... We even get commissioned to... Seems like awful much. Not true. We're having a block. Our Noppon are all highly skilled. And our lieutenant had... So... remind me. Picking up part. Oh, yeah. Well, for the bot... Is this guy really cut out to be a command? He's a skilled mechanic for sure, but I imagine he gives his aides. Guys, get ready to fight. Ja, ich bin ready. Wie ich ready bin. Kann ich mich nicht verbinden? Aha. Gezogen. Noah ist tot. Nice. Ich hätte safe schwören können, hier gibt es noch was zu klauen, aber gut. Wo war jetzt der Rote? Genau da hinten. Och nö, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Auch schon Level 22 sehe ich gerade. Gut.
Ben ist noch ein roter. Mach mal auch direkt. Obwohl, es gibt nur 10. Ich weiß gar nicht, ob sich das so richtig lohnt für 10. Da wären Shiny. Oh, da wären einige Shinies. Einige Shinies hier. Aber ich habe schon 6 Gegner am Arsch. Okay, weg sind sie. Toll, jetzt komme ich ja nicht hoch. Vorbeigesneakt. We can't just leave this be. You think you're all that, do you? Oh ne, kein Bock. Kein Zeit. Shiny, nimm mich mit. Komm her. Here we go, guys. I'll follow your lead. Hyper Wheel. Ganzen Weg wieder zurücklatschen. Mal schön umgucken, ob es hier noch irgendwo was gibt. Ey, schaut mal, wie viel. Also, die haben zwar in der Entfernung alle nur 3-4 Frames. Und wahrscheinlich auch alle eine Low-Poly-Sprite, aber schaut mal, wie viele Gegner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wie viele gleichzeitig angezeigt werden in der Entfernung. Das ist für die Switch echt nicht so einfach, die ganze Zeit zu berechnen. Auch wenn die nur von A nach B laufen, dumm. Aber bei Pokémon zum Beispiel haben die das nicht hinbekommen, bei Arceus. Ist nicht so auf diesem Niveau. Alles klar, ich spiele das Gobble. I'm the girl with the girl. Irgendwie sowas sagt die. Ganz komisch. Hey, this one means business. Komm, die zeigen sogar hier unten diesen Riesenfrosch. Das ist echt. Das beeindruckt mich. Wie die diese Weitsicht auf der Switch mit hinbekommen haben. Oh, ein Shiny. Ich weiß gar nicht, ob das so worse ist, die Shinies immer zu besiegen, aber es fühlt sich halt so an, als wäre es das. Hyper Reload!
was the MVP. You're all thinking it. Right up ahead. We might find a nice hall where we fought before. You're a bit too enthusiastic about this. In den soll ich kämpfen, oder was? Nee, untersuchen. Yeah, this is looking good. But man. Seeing all this Levinus wreckage? That's how a battle always feels after. Yeah, pretty tragic. Makes me want to fix them all right back up. Look here, you. Listen. I had this injury once. That's where my master pawn took. Wait, master pawn? Oh, it's not pawn for a really great person. So, anyway, my master be a friend to all and an enemy of none. Bitte Freund von allen sein und Feind von niemandem. Okay. Be a friend to all? Yeah. I guess after that. A little elbow grease, and I could just get them. My pals here wouldn't want me to give up on them either. You're very sweet. Don't get me wrong. It's just that, as a mechanic, you can't stop. Not all wars are fought. That gauntlet. This? My master pawn gave this to me. Caught your eye, has it? You want... No. No special interest. Come on. Don't be shy. Riku is not shy. What I'm getting from all this is that you really like this master pawn of yours. Yeah. He was really harsh on me sometimes. But he was 10 times the If compare master pawn and Riku... Good question. You know, I would love... Seekers of Riku are closely... You don't say. Friend even listening to Riku? Levinus Endoskelett. Endoskelett. Mhm. A little elbow grease, huh? I think I get how Valdi feels. You reckon? You sure he doesn't just have Levinuses on the brain? Hallo. Hallo, Mozzarella. Oh, no. Mozzarellina. Kann ich einfach Lina sagen? Hallo! Hallöchen, Lotzke. Warum ist noch ein roter? Den habe ich einfach vergessen, oder wie? Ach nö, muss ich den ganzen... Den habe ich einfach beim letzten Mal vergessen. Ach nee, da war der die Cutscene, ne? Also, ich bin echt begeistert ein bisschen von dem Game, was die Weitsicht betrifft. Dass das halt nicht Full HD 4K ist, ist klar, aber für das... Also selbst für die Auflösung bin ich echt beeindruckt, ja. Bin echt beeindruckt. Also selbst bei Elden Ring, klar, bei Elden Ring hast du viel mehr Details, aber du hast Pop-Ins. Viel später. Viel früher. Und hier kannst du voll weit weg noch Monster sehen. Das ist krass. Ich finde das krass. Ich wünsche, ich hätte eben das Ding hier schon runtergelassen. Dann hätte ich mir den ganzen Weg hier noch hochsparen können. Switch hat doch nur 27p. Das kommt drauf an. Das ist vom Spiel zu Spiel immer unterschiedlich. Zelda zum Beispiel, Breath of the Wild, hat im Handheld 720p. Der Switch-Bildschirm hat eh nur 720p. Und im Dock-Modus 960 oder so. Und Mario Kart zum Beispiel hat, wenn du alleine spielst, Dock 1080p 60 und Handheld 720 30. Und was das Game hier hat, weiß ich nicht. Auch Dock nicht. Das, weiß ich nicht. Moin Lisa. Thanks, guys.
Looks like all the parts are accounted. This is enough to build Levnitz. Lotzke, bist du am 14.8. dabei beim Mario Kart Turnier? Du und deine Frau? Das will ich fühlen. Schön Splitscreen. If you're gonna blame someone for Valdi is doing perfectly normal job of mechanic. Issue orders. But this doesn't sit. Why do you always have to make stuff for fighting? Why not try a different tack? A different tack? Like a Levnitz. Obviously, I don't know the nitty gritty, but I'm sure it's not total. This ain't the time to give up. Yeah, Lance, you couldn't be more wrong. I shouldn't be led by the whims of others when I make my sweet little mecha. Du wolltest auch mieten. Thanks, Lance. And all of I'll be back in a jiffy. It's done. Wow. It's looking a little on the small side, no? Is that? Yeah. He wouldn't last long in a real right now. His only directive is to take care, but that's just fine. He's a good right then. Guess our job here's done. Yeah, don't worry. I can get back home just fine on my own. Oh, damn and blast. And I came all this way. Konsul Q. Aha, wer war das nochmal? Kennen wir den schon? Pleased to make your acquaintance. Ouroboros. Ah, fear not. I have no interest in I was simply curious as to why our dear Valdi hadn't returned. You promised us you would build the ultimate Levnitz, did you not? You Acheon dogs. How I shall delight in crushing you beneath my boot. About that. Actually, how many times must I say it? Games are for winning. That's what matters. Consider, if we were to lose the initiative, we would be the ones trampled beneath their boots. Yes, but who was it that said he'd be fine? So long as he could tinker away with Levnitzes. Because I clearly remember. If you've got time to be flapping those lips, you've got time to be working those hands. Should you fail in your duty, I won't be held. Snuff you, asshole! The more that comes out of your gob, the more I want to smack. Understood. I'm heading back. Valdi! Don't worry. I've made up my mind. Ultimate Levnitz, he said. I'm a little worried. It's unlikely to bode well for us. But ideally, we'd want to prevent it being. Oh yeah, there's that too. But I was more worried about how. He said he'd made up his mind. Doesn't sound like he's gonna be finishing his ultimate anything to me. He wants to destroy it. Huh? It's going off on its own. It following Valdi, adhering to directive of. Noah. Yeah, we're following it. Leute, ihr habt einen Job. Wieso machen die links und rechts immer tausend Sachen? Helfen irgendwelchen Leuten? Die Welt geht unter, anstatt hier zu diesem scheiß Schwert gehen? Nö. Was sagst du, Xenoblade? Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir tatsächlich sehr gut. Oh Mann, okay. Muss man die anderen davor spielen? Also, wenn du einen Chat hast, der dir Fragen beantwortet, nein. Wenn du die Story verstehen willst oder nicht verstehen willst, auch nein. Es war für mich die ersten 5 bis 6 Stunden sehr schwierig reinzukommen, was die Story angeht. Für das Gameplay an sich brauchst du keine Vorkenntnisse. Ach, der rennt den Gegner, da muss ich die Gegner. Ach, das ist doch nicht. Das ist scheiße.
Also es kann auf jeden Fall nicht schaden, die anderen Teile zu kennen, habe ich gemerkt. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Also ich hätte es auch gut ohne geschafft. Also du hast immer einen Questmarker, wo du hin musst. Und das Menü ist auch relativ übersichtlich. Also es geht schon. Erzähl mein Story-Video auf YouTube geben. Hm. Na, ich habe heute Folge 1 von Xenoblade schon hochgeladen. Ich habe gestern schon 9 Stunden gespielt. Den Gegner brauchen wir. Wieso blitzt der? Hä? Wieso ist das auch so Zeichen weg? Besser wie Monster Hunter. Also wenn es mit Monster Hunter verteilt, ist es so 1 Milliarde mal besser. Das Ausrufezeichen. Ich will das Ausrufezeichen. Ja, für ein Glück. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, was du meinst mit Brücke von 1 und 2, weil man ja nicht 1 und 2 gespielt hat. Das ist dann voll schwer nachzuvollziehen, wo das hier spielt. Ist das, also, ist das zeitlich gesehen zwischen Teil 1 und 2 oder ist das einfach eine Verschmelzung von 1 und 2? Also, das verstehe ich noch nicht so ganz. Ey, wenn man nur Angriff ist, dann läuft der Spacken nicht weiter. Das nervt mich. Colony 30. Die sieht ja geil aus. Wieso sind wir nicht aus Colony 30? Die Flammenuhr einer Kolonie zu zerstören befreit sie von ihrem Konto. Das erhöht die Harmonie mit den Koloniebewohnern und gibt ihr zusätzlich Harmonieboni. Geil, machen wir. Aufmachen, zerstören. Das ist ja super, Lefnis. You've wasted time. I'm afraid you'll have to pick up the pace. Because if you can't, well, you know the stakes. The game will soon resume. We have precious little time. If I do as I'm told, you'll end up hurting so many people.
Don't worry. I refuse to put you through that. The next time we meet, I'll make you into the best Levinus there ever was. So that's the game we're playing, is it now? You little upstart! This is a case of falling in with the wrong crowd, isn't it? I'm very disappointed. It's about halfway to the projected schedule. But this will have to do. What are you gonna do? I will have it achieve its intended purpose. But, first of all, I believe you need a little discipline. Wait a sec. Excuse me? What is this junk? Move aside! Stop it! Just stop! You've done enough! I never wanted this! You weren't supposed to protect me like this! Where's this trip? Lance! But how? Thank your little pal here. Your buddy led us all the way to you. Glorified Tin Opener! Don't dare attack me! Don't do it! Please stop! Jetzt wird er zum Super Saiyan, ich sage es euch. Jetzt wird er sauer, der Waldi. Any tool that defies the orders of its master is trash! Destined for the scrapyard. It's not trash! Levinuses have always, always protected the things I care about. I'm so small and pathetic. But they taught me that I'm worth something. That's why I chose to be a mechanic. Not this. Not for something as sad as this. Why should you care about a hunk of metal? If you oppose me, I'll do away with you. Full stop! Quit your yapping and let's get scrapping! Nee, brauchst du nicht, danke dir. Was ich ein bisschen schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schwammige, wie man die Gegner trifft. Guck mal, wie weit ich weg bin. Und ich treffe ihn angeblich. Das gefällt mir nicht. Ich schlage einfach in die Luft und treffe ihn so. Das ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Aber das ist halt bestimmt dem Kampfsystem auch geschuldet. Thank you.
Auf jeden Fall gleich das Kriegsding. Die Angriffskette. Also die Kämpfe gegen diese Konsole sind irgendwie ganz schön lang, muss ich sagen. Es ist nicht ultra schlimm, aber es ist halt echt lang. Und es passiert auch nicht wirklich was, ne? Oh, guck mal, den habe ich auch zur Verfügung. Heldenbonus, geil. Das war scheiße. Scheiße und dumm war das. Crazy, machen wir. ...539% Schaden. Ach, das war's? Drei Kettenkommandos ist das Maximum. Ravan, danke dir für den Follow. Viel Spaß mit den Follow-Emotes. Boah, der hat jetzt gerade die Hälfte. Oh mein Gott, das wird zu lange dauern. Spielt sich das Game gut? Ja. Ja, würde ich schon sagen. Ich kann mich bisher nicht beschweren und ich beschwere mich gerne. Jeder, der mich kennt, weiß, ich beschwere mich gerne. Hat seine Schwächen? Ich weiß gar nicht, ob es Schwächen sind. Ich glaube einfach, ich bin vielleicht nicht der perfekte Spieler für das Game. Oh, krass, die sind gestorben. Wieso sterben denn jetzt hier alle? Noch einer gekillt. Alter, wie viele gestorben sind. Okay.
Angriffskette schnell. Oh, 88. %544. Jetzt haut mal Schaden raus, ey. Ach man, der hat noch so viel Leben, das ist unglaublich. Ach, es geht doch noch weiter. Fast 700% Schaden. Aber das war's. 60k. Komm, viel hat er nicht mehr. Schaut den mal weg. Schaut dir wieder seine krasse Attacke raus. Ey, direkt die beiden Magier kaputt. Das ist ganz schlecht. Oh Mann, das macht ja gar keinen Schaden. Zu gucken, ob ich die jetzt retten kann. Nee, kann ich nicht. Oh, Scheiße. Die einzige noch leben. Man, der hat noch so wenig. Das wäre so assi. Es ist so asozial. Der hatte so. Guck mal, wie wenig der nur hat. Gott,
Die Behinderte. Oh Gott, dieser Kampf wird so lange dauern. Oh, das erste Mal Ohnmacht. Das ist doch schön. Ballert der? Naja, das Problem ist, ich habe halt nach Ohnmacht nichts und so viel Schaden macht es auch wieder nicht. Ach, du meinst Angriffskette? Ja. Ich hatte doch mehr Leben als 700, das macht gar keinen Sinn. Wie viel Schaden macht der denn da? Angriffskette, scheiß drauf. Ich kann dazu nicht so viel sagen, hatte ich eben schon mal erwähnt, weil ich die anderen Xenoblades nicht kenne. An sich ein sehr gutes Spiel. Hat seine Schwächen, hat aber auch seine Vorzüge. Ach, als ob 99, ich kack ab. Ach nein, das habe ich auch noch verdrückt. Toll. Och Gott, guck mal, wie viel Leben der hat, bitte. Wieso? Vor allen Dingen, was ist auch schwer? Hat er da nochmal doppelt so viel Leben? Ich glaube, ich hatte das schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ich glaube, sogar im ersten Kampf gegen diesen anderen Typen, gegen den Kay. Also, die haben viel zu viel Leben. Es kann ja lang dauern, aber die haben viel zu viel. Das dauert da viel zu lang mit diesen ganzen Animationen und so. Also, das ist schon ein bisschen hart für mich.
er ist doch nicht mehr zu Half-Life. Die Magier wieder tot. Das heißt, nur Valdi kann die erst noch retten. Wieso greift er nicht an? Greif an, du Sack! Lance jetzt wieder tot. Aha, wieder am Leben. Der Kampf dauert zu lang. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das ist zu lang. Das ist einfach zu lang. Das ist jetzt die zweite Kriegskette. Also der sollte nach der zweiten Krieg, diese Angriffskette sollte ja down sein. Ja, guck mal, Half-Life nach der zweiten. Zu viel. Where are you?
Diese eine Attacke, das ist viel zu krass. 2K macht die. Ach man. Ach man. Ich muss gefühlt mit dem Heiler weiterspielen, damit er nicht stirbt, damit ich nicht noch heilen kann. Die nächste Angriffskette. Wenn ich im Level höher wäre, was meinst du? Wenn du höher wärst, dann ja, ansonsten nein. Das habe ich gefragt. Das habe ich nochmal gefragt, das habe ich wieder vergessen. Der hat jetzt wieder so wenig. Wenn ich gleich wieder sterbe, ne, dann raste ich aus. Ach, meinst du echt, ich bin zu underleveled? Meinst du echt, ich bin zu underleveled? Kann sein. Klar. Man sieht ja auch nicht, welches Level der Gegner ist, ne? Ah, da stimmt, Stufe 22. Stimmt, ich sehe es jetzt auch. Oh bitte, der hat nur so wenig. Ich will ihn unbedingt schaffen. Ich gebe alles dafür, dass ich den schaffe. Wenn ich jetzt nochmal gegen den kämpfen muss, ne? Rast dich aus. Sorry, I couldn't do it. I wouldn't say that. At the very least, this little guy got to live the way. Well, I sure hope so. Thanks for rescuing. Next time I'll be sure to give you a tougher body. Mecha friend.
gotta have a name, right? This little guy isn't meant for battle. He's a fellow companion. So yeah, I'm not gonna focus my efforts just on repairing. I'll be working hard to figure out the best way to protect us all. Oh, but I guess that'd... About that, we could always smash Colony 30's flame. It'd mean that everyone in the colony wouldn't have to fight anymore. You can do that? We can. I can't guarantee that things will go smoothly for you after. I wouldn't say things are going particularly great as they stand. If I can make a difference for people, and not just let's do it. Zerstören wir noch schnell die Flammenuhr. Chillig. Here we go! Colony 30 befreit. Alarmstufe 3. It really broke. Hey, you okay there? Wait, don't move a muscle. Nothing worth bothering about, believe. How are you feeling? Got a sting, right? It was a big... Lance, you seem more stung than me. Come on, man. No. I'm fine. I mean, sure. But like I said before, I'd already... True that. Hey, could I help? It'd be the least I could do. Valdi realized what... I've never been more sure. For sure! Thank you. We're... Looking forward to it. Me too. Oh, wir kriegen jetzt wieder irgendwas. So viel am Quatschen, Leute. Okay, es ist also so, man läuft von Kolonie zu Kolonie, zerstört die Flamme und danach hilft man der Kolonie noch ein bisschen, so mit Sidequests. Ah, man kann jetzt Wände erklimmen. Neuer Held, weil ich wusste es doch. Kriegsheiler. Lance? Klasse Kriegsheiler, Rolle Heiler. Besticht durch unglaubliche Heilkraft. Ein Mitglied mit dieser Klasse reicht, um die ganze Gruppe zu heilen. Sollen wir das machen? Aber wir beenden erstmal die Folge, Leute. Like auf dem Video lassen, gerne Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.